Die Musik. Keine Bange, das wird sich wieder richten. Jedenfalls willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Joust. Ja, die Musik ist nicht das Einzige, was derzeit nicht rund läuft. Letzte Woche gab es keine Sonntagsfolge, diese Woche gab es kein Happy Wheels und auch das Hauptprojekt Pokémon Vega lief komplett aus dem Ruder. Das Spiel ging richtig scheiße weiter. Es kamen immer wieder die gleichen Pokémon. Ich war komplett überlevelt, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Weswegen das abgebrochen ist. Ich habe auch die anderen 5 Folgen gelöscht. Tut mir leid, ist nicht zu ändern. Das tue ich mir nicht 100 Folgen an. Wir sehen hier gerade das Tutorial von Joust, aber ich erzähle noch ein bisschen weiter. Ich denke, ich kann es mir an der Stelle leisten. Ich schätze, heute kommt eine Doppelfolge Sonntag als Ausgleich und falls nicht, dann in irgendeiner der nächsten Wochen. Ich muss erstmal wieder reinfinden hier in meinen Kanal, weil alles nicht so will derzeit. Ist nun mal so. Jetzt aber zu Joust. Das hier ist ein NES-Klassiker, der zweimal im US-amerikanischen Jeopardy abgefragt wurde. Und ich kannte das halt überhaupt nicht, das Spiel, weswegen ich mir dachte, ich muss das jetzt mal selber spielen. Das hat wohl was mit Sträußen zu tun. Oder mit Straußen? Och man, jetzt weiß ich mir nicht die Mehrzahl von Strauß. Ist ja auch nicht so wichtig. Wir legen los, oder? Welcome to Joust. So sieht's aus. Also was ich weiß ist, ich muss mit meinem Strauß höher sein als die anderen, damit ich die besiegen kann. So zum Beispiel. Sollte ich mit einem anderen Strauß kollidieren und ich bin unter dem, dann verliere ich. So simpel kann man das schon mal sagen. Dann droppen die Eier, die ich aufsammeln kann. Ja, vorhin war ja das Tutorial, da konnte man ja lesen, wie es funktioniert. Ich hatte vor einer Woche schon eine Testaufnahme. Aber das ging eben nicht gut. Es gab keine Folge letzte Woche, wie gesagt. Sonst hätte ich das ja auch gerne komplett blind gemacht. Aber es gab eine höhere Gewalt. Ja, das war auch gerade höhere Gewalt. Ich war schlecht. Unten sind, glaube ich, meine Leben. Da sind jetzt noch 3 Stück. Und ich meine, ich muss das auch alles aufsammeln, weil sonst die nächste Wave nicht startet. Ein simples Game, wie man... Was ist das denn? Was? Okay. Ein simples Game, wie man sieht. Was ist das gerade? Wieso laufe ich da von selbst weiter? Ich habe gerade nichts gedrückt und der läuft von selbst die ganze Zeit links raus und rechts da rein. Jetzt brennt da noch was ab. Ach, ich bin schon weiter. Ich dachte, ich bin jetzt erst in Level 2. Oh. Die Geräusche, Mann. Ich weiß auch nicht, ob das normal so klingt, wenn schon die Musik so komisch war. Dann werden die Sounds auch nicht gerade perfekt sein. Was ist denn das da? Ih, was ist das? Ich glaube, ich berühre das mal erst nicht. Fuck, ey. Oh, bin nicht so gut. Aber es ist halt auch ein altes Spiel. Alte Spiele sind in der Regel nicht so leicht. Ich bounce hier rum wie ein Pinball. Wow! Ab in die Lava mit dem Ei. Oh! Jetzt bounce ich da fast rein. Ich bin reingebounced. Wo bin ich jetzt? Ah, gut. Wie viele Gegner hier schon sind. Die Sounds. Ich kann auch nicht irgendwie was werfen, also ich habe keine Fernkampfwaffe. Ich kann wirklich nur rumfliegen und in die Reihen. Das ist so ein merkwürdiges Spiel, aber irgendwie liebe ich es auch dadurch. What the? X-Wave. Ja, was ist denn gerade bitte passiert? Da kam noch irgendein... Oh, wie heißen die? Petra Nudon oder so ähnlich? So ein antiker Flugsaurier halt, glaube ich. Und der ist voll noch in mich rein. Ich konnte da überhaupt nicht reagieren. Das war eine Bonusrunde wohl. Was? Entfernen die mir einfach die Plattform da. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. So ist ja die Gefahr viel größer, dass die Gegner da abprallen und sonst wohin fliegen. Und jetzt habe ich hier halt viel freie Fläche, wo ich versuchen kann, höher zu sein als der Gegner.
könnte sogar ein Vorteil sein, ehrlich gesagt. Und zack. Da bist du wieder. Ich berühre dich nicht. Ich weiß nicht, was du machst. Jetzt kommt der von da. Oh, doch nicht. Ich dachte, der kommt jetzt wieder rechts rein. Sieben. Oh. Obwohl das Spiel so einfach ist, also einfach gehalten, macht das Spaß. Jetzt bin ich in einer ganz beschissenen Position. Ja, da kam ich nicht mehr so gut weg. Ich werde wohl sowieso nochmal einen zweiten Durchgang machen müssen, solange die 10 Minuten Mindestlänge nicht erreicht sind. Ja, ist das jetzt hier? Das ist halt ein Problem, dass die dann da so ganz tief unter der, also ganz dicht unter dieser Plattform sind. Boah. Oh, bouncen. Ey, genau, immer auf die drauf springen am besten von oben. Aber das ist nicht so leicht. Was ist denn da links unten bitte los? Wie soll ich das denn am besten machen? Nee. Okay. Dann eben noch ein zweiter Durchgang und dann soll das genügen. Für das womöglich erste Spiel des heutigen Tages, falls ich dann noch 2 Tage später. Wave One. Jetzt geht's alle wieder los hier. Und die Sounds. Voller Zusammensturz da. Ja, ich muss jetzt einfach am Anfang schon besser sein, damit ich viel später mehr Leben habe. Und das passiert aber leider nicht, wenn der eine Gegner so weit oben ist da. Ja. Nein, nein. Wie mache ich das? Oh, was? Es ist nichts passiert. Weder er ist gestorben noch ich. Was? Oh. Was? In Level 1 kommt das Viech jetzt schon? Ich berühre das nicht. Wer weiß, was passiert. Könnte mir vorstellen, dass man das Ding gar nicht töten kann. Weil ich ja hier nur gegen die Strauße kämpfe. Nein, 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 nein. Oh Gott, fast da rein. Ja, das war echt, also das war der dümmste Versuch. Ich sollte immer abwarten, bis sich eine günstige Gelegenheit ergibt und nicht sowas. So eine Kamikaze-Aktion wagen. Ja, das ist zum Beispiel scheiße, wenn der da so weit oben ist. Das war so klar. Das war so klar, dass ich da abpralle und dann rein in den, ey. So dumm einfach. Mann, ich werde hier rumgereicht. Oh, das hat doch keinen Sinn, ey. Das hat doch keinen Sinn. Okay. Jetzt wird das da unten auch wieder entfernt. Sobald ich mal zum Still. Ja. Sobald ich mal zum Stillstand komme. Ja, das ist Zeit, in der nichts passiert. Wie aufregend. Oben bleiben, nein, der kommt wieder zu dicht da oben an die Decke. Was soll das denn? Mann! Mann, wie sowas. Oh. Den weg, jawohl. Jetzt noch den irgendwie erwischen, ja, wie, aber jetzt warte ich hier einfach ab. Und zack. Jetzt will ich das wieder einsammeln, ne? Oh, was? Verschwinde! Holy. Danke. Wave 4. Was passiert eigentlich, sollte ich da oben landen und dann verschwindet die obere Plattform? Soll ich dann runter? Das müsste man eigentlich ausprobieren. Oder verschwindet dann eine andere Plattform? Oder das nächste Level startet noch nicht, bis ich irgendwo anders stehe. Zack, zack. Was? Es ist noch einer da. Was, 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 was? Hä? Nee. Jetzt sehe ich wieder nicht durch. Hä? Ich dachte, ich habe alle Gegner. Scheiße. Nein, nein, nein!
Das war knapp, das war richtig knapp. Ich wäre fast in dem drin gelandet. Flieg doch hoch. Was ist denn das? Nochmal ein Gegner. Hä, was? Oh ne, der holt sich den wieder ab, den Typ. Oh nein. Okay, jetzt bin ich total verwirrt, was hier. Das ist so dumm. Das ist so dumm, ey. Wirklich. Oh Mann. Hat's eigentlich schon soweit. Ja, so viel zum zweiten Durchgang. Ich dachte, ich komme weiter. Aber das Spiel verarscht mich komplett, ey. Naja, dann wird die Folge wenigstens nicht so lang. Ja, ich laufe wieder automatisch. X-Wave, stimmt, es kommt wieder das. Hui, und natürlich fällt er. Gut, das war's dann mit dieser Folge, wenn er keine Lust mehr hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.